Willkommen zurück zu einer neuen Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Und diesmal werden wir gerufen mitten in der Nacht um 4.39 Uhr zu einem Verkehrsunfall 3 mit einer eingeklemmten Person. Und ja, es wird nur benötigt das Löschgruppenfahrzeug und wir machen uns wieder heute mal als... Wir fahren mal als Angriffstrupp. Mal... mit. So. Achtung, Hilfeleistung. Verkehrsunfall VU3. Einsatz für LF24, RTW1, NEF1. Ja, und ihr werdet es nicht, ihr will es nicht glauben oder ihr könnt es nicht glauben. Ich bin mal gespannt, wer es weiß, wer zum Beispiel die Alarm Durchsagen macht. Na, habt ihr ihn erkannt? Wollt ihr es wissen? Oder ihr wisst es schon? Dann schreibt es unten in die Kommentare. Und ja. Mal gucken, ob ihr ihn erratet oder auch nicht. Ich wette mit euch, ihr kommt da ganz schnell drauf. Oh, verkehrter Knopf. 3. So, jetzt warten wir nur noch auf unsere Maschinisten und dann geht's los hier. Zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person im Angriffstrupp. Alter, liegt der Gas. So, dann gib mal Stoff hier. Ja, wir sind am Einsatzort eingetroffen und wir sollen jetzt hier das mit den hydraulischen Spreizer nehmen. Oh, komm raus hier. Und ja, dann sollen wir wahrscheinlich die Motorhaube aufknappen hier. Ja, wir gucken uns das Ganze mal einfach mal an. Hier ist der Maschinist. Hallöchen. Ich mache hier wieder nur Chaos, wie immer. Ja, ich soll hier die Motorhaube von dem verunfallten PKW aufmachen. Ach du Jemin, ja, das geht knapp. Ja, dann machen wir das mal, ne? Und dann knacken wir das Ding hier mal auf. So. Haben wir da erledigt. Bitteschön. So, ich glaube, ich gehe jetzt wieder mit meiner kleinen Schere hier weg. Hier. So, dann legen wir das hier mal ab. So. Dann warten wir mal auf neue Inspirationen. Gehen und hol den Bremsklotz. Scheiße, ich glaube, das geht die Kiste hier auch noch rein. Ja, dann machen wir das mal. Da. Bremsklotz nehmen mit Q. So. Zack. So. Bremsklotz. So. Und ablegen. So. Auto ist gesichert. Einsatzführer. Einsatzleiter. Fahrzeugführer. Gruppenführer. Fahrzeug ist gesichert. Ich werde weiter anweisen. Nimm den Spreizer. Jetzt müssen wir mit dem Spreizer hier arbeiten. Ah, ja, ein schönes, schweres Gerät. Geh mal weg da. Lass uns mal arbeiten hier. So. Und weiter geht's.
Normalerweise geht das alles automatisch. So, dann kneifen wir hier mal die Tür ab. So, da. So, dann haben wir bei den Rettungsdienst hat den rumgeschmolzen. Ja, was soll man denn machen, ne? Also, nur auf Informationen warten, also. Ja. Oh, jetzt kommt die Rettungsschere. Flip und die Tür ist ab. Meine Güte, ist der am Flitzen. Kamerad Schnürschuh. So, da machen wir jetzt, glaube ich, wohl aus dem Auto ein Cabrio. Was das der Arzt so macht, dann machen wir das doch mal. Schmecken wir mal alles auf. Tolle Grafik, muss ich sagen. Na komm. So, jetzt sollen wir die hydraulische Rettungsschere uns holen von der Nachbarseite und weiterarbeiten. Dann machen wir das doch. So, komm her, meine Schere. So einer kann auch Dosen öffnen, Ravioli-Dose öffnen. Gibt man eine mega Sauerei dort. Was sollen wir jetzt machen? Man soll die ganze Tür hier entfernen. Zack. So. Und. Zack. Hat der Durchfall da hinten oder? Ach, die diskutieren da. Ja. Ist das eigentlich ein Auto und Seat oder so? Vielleicht ist das nur noch Plastikspielzeug. Voll rabiat hier, aber egal, wir müssen das Auto aufkneifen. Dann machen, zerlegen wir das Auto mal. Lavi mal durch hier mit meiner kleinen Zange hier. Das ist nur ein kleiner Seitenschneider. Komm her. Oh. Da ist das Dach runtergefallen. Auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir aus der zu und Dosen offene Dose gemacht.
Ja, dann wollen wir mal aufräumen. Dann nehmen wir mal das Spreizerchen hier weg. Zack. Ein Gerät schon mal weg. Wieder zum Seitenschneider. Okay, jetzt müssen wir halt auch zum Astronomen schalten. War er denn? Hier war er nicht. Dann war er nicht im Grün. Der anderen Leute. Hä? Wollt ihr mich jetzt verlassen? Hier zur Seite schneiden? Wir können auch die Rettungsschere nehmen. Also, weißt du, wo wir das Ding auch raus? Oh, das liegt hier unten. Das kleine Ding nicht mehr. So, jetzt haben wir bestimmt die Batterie abgelehnt. So, schnell. Das ist ein Spaß. Ich wollte halt keine Schätzchen bringen, ne? Ich hab diesen. Oh, das ist aber ganz schön. Boah. Ja. So. Ja, jetzt war besser. Mit so beugten Höhe kann man auch nicht laufen. Ja, Seitenschneider rein, Klappe zu. Okay, ich hab's gemacht. Oh, nicht so fahrzeug. Na gut, haben die Kollegen schon gemacht. So, Abmarsch, Abmarsch, zum Abmarsch fertig. Und wupp, dann. Hi. Heute steckt ein Frühstück da rein. Ja, und dann geht's ab zur Wache, ne? Dann geben wir mal Startpost 1. Einsatzbereit über Funk. Boah, der schlicht Haken, ey, das ist ja echt nicht normal. Naja, er fährt halt. Das ist immer schön, das ist immer was, Kollege. Dann lass ihn mal fahren, ne? Ja, was gibt es Neues auf meinem Kanal? Ja, wie ihr wisst, Notruf 112, das ist ja hier die zweite Folge. Ja, was gibt es noch Neues? Ja, Livestreams gibt es jetzt von ETS zurzeit. Es werden aber auch noch ein paar andere Livestreams folgen, so ist es nicht. Lasst euch einfach mal überraschen. Glaubt neben ETS soll auch noch ATS jetzt bald kommen im Livestream und ja, Notruf 112 als Let's Play. Ist jetzt auch neu auf meinem Kanal, natürlich LS19 wird natürlich auch im Livestream kommen, keine Panik. Und ja, mal schauen, wo es noch so weitergeht. Wenn ihr möchtet, lasst einfach mal einen Däumchen, wenn ihr den Kanal gut findet, lasst doch einfach das Däumchen nach oben da. Und wenn ihr es noch besser findet, dann lasst doch gleich ein Abo da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ob Livestream, Let's Plays oder, dann macht es doch ganz einfach und drückt die Glocke. Nehmt den Abonnier-Button, dann kriegt ihr alles mit, was auf meinem Kanal ist. Alles. Ja, und damit sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin raus für heute. Tschüss, euer Micha von Michas Let's Play. Und ciao, ciao.